So, hallo, wir machen weiter bei Mario Maker 2, dessen Aufnahme mich gerade ein wenig in den Wahnsinn treibt. Die erste Aufnahme, da hat es geleckt aus Gründen, weiß ich nicht. Aber es war synchron. Die zweite Aufnahme war plötzlich wieder nicht mehr synchron. Jetzt habe ich wieder eine Testaufnahme gemacht. Die war jetzt wieder synchron, nachdem ich OBS neu gestartet habe. Ich habe nichts gemacht, außer OBS neu zu starten. Also ich hoffe, dass diese Aufnahme jetzt synchron ist. Diese Aufnahmesession, ne? So, wir haben letztes Mal gesagt, wir wollen die Haunted, das Devil und das You've Got Four New Updates noch spielen. Ich würde mit Haunted anfangen, denn ich könnte mir vorstellen, dass wir daran... Das ist ein... Oh. Das ist ein Level, was noch keiner geschafft hat. Seit dem 2.5.2020. Okay. Es sah aber halt cool aus. Ja, das muss man sagen. Es sah schon cool aus. So von der Atmosphäre her. Dann gucken wir uns jetzt mal das Ganze in Ruhe an. Aber es hat noch keinen Abschluss. Das ist natürlich kritisch. Vielleicht zu viele Jumpscares, man weiß es nicht. War hier nicht am Ende irgendwie dann so und so und so Dings? Weiß es nicht. Woran bin ich? Ach ja, ich bin an irgend so einem random Viech gestorben, was aus der Decke, aus dem Ding. Ach, das war ja. Das war ja das da. Oh, und damit befreit man die ganzen Viecher dann. Okay. Okay, also bis nach hinten kann ich erstmal durchrennen. Ach, ich muss ja einfach nur zurück. Ich muss ja hier in die Tür mit dem Schlüssel. Das ist ja alles. Hallo. Habe ich das gerade gehört? Habt ihr das gerade gehört? Hat jemand geredet? Das klang wie ein Hello. Bin ich dumm? Also ein Hello gibt's nicht in Mario Maker. Hör ich schon Stimmen? Also das heißt hier, das ist ja nicht viel, ne? Hier fallen dann, da fallen so ein paar Viecher dann runter. Aus diesen Blöcken werden dann Viecher. So, das ist das Ding. Da kommt die Maske und da unten kommen jetzt die da. Okay, verstanden. Aber viel mehr kann da ja eigentlich nicht passieren. Da war es wieder. Okay, es gibt ein Hello. Hätte, warum habe ich das sonst nicht gehört? Das ist ja verrückt. Oh, ich löse den Schalter aus, ohne den Schlüssel einzusammeln. Das heißt, ich kann mir ohne Stress. Ja, hier, bei der Tür auch. Ich kann mir ohne Stress angucken, was passiert. Und dass die Maske mich die ganze Zeit nervt. Also, da kommen drei solche. Dann kommt der große. Oh. Ich muss oben rum. Oh, da ist eine neue. Es geht nicht einfach nur den Weg zurück. Ich verstehe. Es geht nicht einfach nur den Weg zurück. Da auch. Ich hab das sonst einfach nie gehört, dieses Hello. Das ist ja auch witzig. So. Das heißt, ich brauche den Großen, um hier hochzukommen. Und dann ist da drüben der Typ, der mich einfach abschießt. Okay, da kann ich nichts weitermachen. Das heißt, wir wollen hier in die Tür rein. Wir machen das jetzt erstmal ohne Maske, weil die würde jetzt die ganze Zeit angeschossen kommen und mich wegzünden.
Dann geht's hier durch den Ring durch. Und jetzt bin ich am Anfang. Da wäre noch so ein Kettenhund plötzlich aufgetaucht. Der kommt hierher. Aus dem kommt der raus. Also auf den Kettenhund achten und dann bin ich hier schon durch. Ist hier noch was anders? Hier ist eigentlich jetzt nichts mehr anders, ne? Nee. Hier dürfte die Maske auch nicht mehr so schnell auftauchen. Und dann gehe ich hier durch. Und dann weiß ich nicht, was passiert. Okay. Weg schon mal ausgekundschaftet. Das ist doch schon mal die halbe Miete. Hello. Aber wie ich das Hello gerade, ne? Das war gerade für mich völlig neu. Hello. Und hat mich komplett komplett weggeflasht. So, die Maske wird halt das Problem. Ja? Ja, und dass ich dumm bin, das ist halt auch noch ein Problem. Ach, Mist. Aber soweit cooles Level, finde ich eigentlich. Ich weiß nicht, was noch alles kommt, aber soweit ist das ein cooles Level. In my opinion. So, da kommt die blöde Maske. Und da kommt jetzt der Große. Und mit dem komme ich hier hoch und hier durch. So, jetzt gehen wir schnell durch den Ring. Ja, schnell geht nicht, aber die Maske sehe ich ja zum Glück. Die ist ja nicht so versteckt. Und jetzt kommt der Hund unten irgendwo. Interessiert mich aber nicht. Und jetzt kommen wir hier einfach durch. So. Jetzt ist natürlich... Jetzt kommen die da an. Okay. Okay. Aber die sehe ich auch. Also wenn die leuchten, ja, die sehe ich theoretisch. Die machen mir also nichts. Will ich da runter? Da sind Röhren. Aber da gehe ich jetzt erstmal nicht rein. Hi. Hi, 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 hi. Langsam. Ja. Hi. Ist jetzt die Frage, über ihn drüber springen? Über ihn drüber springen? In die Röhren gehen? Bei den Röhren bin ich skeptisch. Bei den Röhren bin ich ganz ehrlich skeptisch. So. Interessiert mich hier alles nicht. Du interessierst mich im Prinzip auch nicht. Und der Hund dürfte jetzt auch durch sein. Perfekt. So. Die Viecher hier überspringen wir einfach. Und guck mal, jetzt wäre der Switch andersrum. Will ich den überhaupt drücken nochmal? Na, hier waren ja die Röhren hier unten. Ach so, ich glaube, ich hab's gebreakt. Hallo. Halt die Klappe. Ich kann den ja von unten drücken. Und dann kann ich jetzt eigentlich direkt in die Röhren rein. Oh, hi. Und ich glaube, in die Röhren ist richtig. Jetzt muss der den zerquetschen. Okay. Jetzt ist die Frage, muss er den zerquetschen? Kann er den überhaupt kaputt machen? Ja, er kann alle kaputt machen. Okay, cool. Ich dachte, ich komme durch. Ich dachte, ich komme unten durch. Oh nein! Aber das heißt, ich kann die Stelle umgehen mit dem Swamp da hinten. Hello. Das ist natürlich gut. Hello. Das ist natürlich sehr gut. Und dann haben wir, glaube ich, das Level auch schon komplett gesehen. Na, außer danach kommt noch was nach dem Boss. Und es ist nur so eine Mittelstelle oder keine Ahnung. Aber es fühlt sich halt schon wie das Ende an. Und es wäre auch ein passendes Ende. Von der Länge her wäre es gerade so in Ordnung ohne Checkpoint. Schauen wir mal. Hello. Auf jeden Fall kein schlechtes Dunkelheitslevel. Hello.
wenn ich ehrlich bin. Finde ich okay. Ich finde es okay. Auch schön die Maske genutzt. Die ist nicht zu nervig, aber sie ist ein... passendes Level-Element. Bei Mario Maker gibt es kein Hello. Oh Mann, ey. Manchmal bin ich einfach... Nein! Oh, jetzt komme ich nicht mehr an der Maske vorbei. Das ist jetzt wieder das, wo ich jetzt wieder den üblichen Satz von mir bringe. Was ich so hasse an meinem Spielstil, dass ich es jedes Mal, egal was ich spiele, schaffe, erst recht weit zu kommen und dann sterbe ich plötzlich 4, 5 Mal einfach an Stellen, an denen ich vorher nie gestorben bin. So einfach nie. So, die haben immer funktioniert und plötzlich funktionieren die Stellen doch nicht mehr. Das ist was, was mich jedes Mal aufs Neue nervt. Weil mir das immer und immer und immer wieder passiert. So wie hier zum Beispiel in dem Buring. In dem Buring bin ich noch nie gestorben. Es wäre eigentlich an der Zeit. When I speak, then I die. Funktioniert nicht nur bei DGR, dieser Spruch. Ja, der Spruch funktioniert im Prinzip bei den meisten. Das ist, das passiert nicht nur mir und auch nicht nur DGR. Das ist was ganz normal. Toll. Ah, er kommt zurück. Was ganz normales. Dass man meistens dann stirbt, wenn man irgendwas Blödes vorher sah. Ich wollte halt unbedingt noch in den Ring rein. Jetzt würde hier noch nur halt so, jetzt müsste hier noch so eine richtig, richtig gruselige Musik laufen. Ich meine, klar, die Geisterhausmusik ist schon gruselig, aber die kennt man halt. Hier könnte noch so viel besseres Zeug laufen. Könnten laufen. Alter. Was spiele ich hier zusammen? Kann mir das mal Anna erklären? Ich kann jetzt nicht den ganzen Part über nur in dem Geisterhaus hier sitzen. So krass ist das Level jetzt auch nicht, dass man sich hier so anstellen muss. Ne? Mal ganz im Ernst. Aber ich kann es ein bisschen ruhiger angehen, dann passt es jetzt nämlich auch viel besser mit der Maske. So, tschüss. Aber hier müsste es doch so gehen, wie ich es vorhin auch gemacht habe. Das hat doch funktioniert. Ja, bitte, es hat doch funktioniert. Warum denn nicht gleich so? Mensch. So, zack. Hier lösen wir jetzt einmal die Dinger aus. Und dann kann ich nämlich direkt einfach hier runter. Ich muss nur auf die, falls hier die Dinger sind, aufpassen. Wait. Das ist jetzt ein anderer Boss. Ach so, jede Röhre führt zu einem anderen Boss. Ach so, aber der ist mir fast lieber. Wobei, der mit dem Swamp, das war die mittlere Röhre dann, ne? Der mit dem Swamp war eigentlich auch ganz, ganz interessant. Ah, jetzt wird's ja schwierig. Jetzt müsste ich mir fast nochmal den dritten angucken, um zu schauen, ob der vielleicht am einfachsten ist. Was ich irgendwie nicht glaube. So, ich muss hier ein bisschen geduldiger spielen, dann passt die Geschichte schon. Hier laufen wir direkt zum Ring hin, wie vorhin auch. Dann hüpfen wir hier einmal drüber, dann gehen wir hier drunter. Die geht über uns drüber!
Und dann kann man direkt wieder rauslaufen aus dem Ring. Ah, ich hätte schon gern den First Dings hier, ne? Hello. First Clear. Jetzt, wo wir wissen, wie das Level funktioniert, und scheinbar es einfach noch keiner richtig spielen wollte, würde ich den schon gerne mit heimnehmen. Ach, Mensch. Reicht der auch? Der reicht auch. Perfekt. Es muss nicht der Große sein. Sehr gut. So, geh unter mir durch und jetzt kommen wir hier einfach raus. Bisschen langsamer, dass wir nicht in den Hund reinrennen und dann passt die Geschichte. So, zack. Jetzt können wir wieder in die Röhre gehen. Gehen wir in die dritte Röhre mal rein. Und gucken uns mal den Boss an. Oh, da gibt's... Da muss ich einfach nur die Boost killen. Oh, shit. Ah, das kann ich resetten. Ich muss über den Bu die anderen Ringe erledigen. Und jetzt habe ich sogar noch einen Schuh mehr. Das ist ja voll gut. Ja. So viel dazu. Aber ich komme halt... Na, wenn ich den nicht schaffe, dann komme ich nicht mehr hoch. Das ist natürlich suboptimal. Aber ist okay. Das heißt, was ich halt hinkriegen muss, ich muss dann oben bleiben. Ja, so ist halt schon wieder kaputt. So ist halt schon wieder kaputt. Okay. Aber das ist ein schöner Boss, den kann ich öfter probieren. So, die anderen kann ich nicht öfter probieren. Wenn ich bei den anderen getroffen werde oder sonst was, ist vorbei. Hier habe ich halt den Schuh. So, und jetzt haben wir es. Jetzt kann ich es eigentlich nicht mehr versauen. Nice. Oh, es ist so ein Schlüssel. Wait, jetzt muss ich... Wie komme ich jetzt in die... Ach so. Und das war's. Es ist also egal, welchen Boss man macht. Nice. Komm, First Clear. Gib mir den First Clear. Gib mir den First Clear. Ich will den First Clear. Weh, das hat jetzt einer abgeschlossen. Danke. Nö, ist okay. Einfachster Boss dürfte der Swamp Boss sein. Na, da muss das Ding einmal runterkrachen und das war's. Aber nice. Kann man so anbieten, auf jeden Fall. So. Das Vier-Dings-Level. You've got four new updates. Genau das da. Das wollte ich mir noch anschauen. Ich hoffe halt, es gibt irgendwie einen Checkpoint dazwischen. Aber an sich sah das nicht verkehrt aus, das Level. Ach. Ja, Checkpoint. Zielbedingung. Weißt du Bescheid. So, das war hier unten, musste man anfangen. Das war das... Der Pilzraum, genau. Halt, ich brauche den Koopa. Also die Shell, den Koopa brauche ich nicht. Wait, wie kam ich da hoch? Ich habe vergessen, wie ich da hochgekommen bin. Mit der Shell? Habe ich einen Shell-Jump gemacht? Wie kam ich da hoch? Bin ich dumm? Ich kam da doch einfach hoch. War ich gerade einfach zu langsam? Hey, ich kam da doch einfach hoch, das weiß ich doch noch. Ich hatte da doch keine Probleme hochzukommen. Ach Mist. Ach Mist! Das war's komplett. Hey, ich kam da doch einfach hoch. Über den Koopa vielleicht doch am Ende? Ich warte. Jetzt bin ich aber... Jetzt bin ich aber wieder komplett lost hier. Jetzt habe ich mich übrigens gesoftlockt. Ach, da war ein Block. Ja, aber ich brauche die Shell halt nochmal. Okay, aber da war ein Block. Alles gut. Alles gut. Ich war gerade komplett irritiert. Menschens!
Kenner. War gerade komplett irritiert. Und dann war ich nicht mehr komplett irritiert. Also ich brauche die Shellbys oben. Für die Turnblocks. Dings halt hier. Na, weißt du schon. Ja, komm, macht euch mal weg. Und dann habe ich jetzt meine Ruhe. Und kann die Shell in Ruhe auch mitnehmen. So. Easy. Dann machen wir hier auf. Dann kriege ich den Pilz. Dann können wir die Shell noch mitnehmen. So. Ja, oder auch nicht. Und dann gehen wir in die 2 rein. Das ist der Raum hier. Ach, das war der Mist mit dem Viech. Ja, ja. Ja, ja. Ich erinnere mich. Den muss ich jetzt erst befreien. Und dann muss ich mit dem da irgendwie hochkommen. Und der darf sich halt nicht immer wieder da rein verheddern. Nee, ich brauche den gar nicht. Ich lüge. Ich hab gelogen. Ich krieg jetzt eine Blume. Und jetzt? Ich komme ja gar nicht mehr hier zurück. Hä? Aua. In die Röhre komme ich nicht rein. So, tschüss. Jetzt habe ich die Blume. Sind hier Blöcke? Wait, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich müsste da ja wieder hochkommen. Jetzt geht gar nichts mehr, weil jetzt habe ich... Ja, jetzt habe ich gar nichts mehr. Hä? Muss ich den behalten, um mit ihm wieder hochzukommen? Jetzt komme ich wieder hier. Ich dachte, ich komme durch die Röhre da raus. Ja, hier ist ja... Hä? Ja, okay, jetzt ist vorbei. Jetzt stehe ich da. Das ist, selbst wenn ich den ersten Sprung schaffe, danach muss ich ja nochmal den Sprung höher hinkriegen. Hier. Da komme ich ja auch nicht einfach so wieder hoch. Hä? Was ist der Weltrekord? 3 Minuten. Holy. Was ist das für ein Raum? Da komme ich, glaube ich, gar nicht. Da brauche ich die Feuerpflanze. Ja, 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 ja. Da brauche ich die Feuerpflanze für. Das ergibt Sinn. Aber ich glaube, ich soll wirklich den Typen benutzen, um da hochzukommen. Das ist ja super eklig. Da bin ich aber überhaupt nicht Fan von. Uff. Das ist nicht, was ich bestellt habe. Oh je. Nee, mit der Shell wird das auch... Wait! Mit der Shell kann ich auch die Pflanzen hier wegzünden. Da brauche ich nicht die Blume für. Kann ich es mit der Shell breaken? Nicht treffen lassen? Nicht treffen lassen? Ah! Okay, hier ist eine von den Bedingungen. Oh, ich muss da hoch. Der fällt runter, der fällt runter. Jetzt komme ich hier hoch. Was kriege ich hier oben? Was kommt hier raus? Eine Feder. Hier kommt eine Feder raus. Ja klar, mit der Feder komme ich jetzt ja auch hier rein. Und jetzt komme ich hier
So sollte ich hier nämlich eigentlich durch. Mit der Feder. Aber was soll... Ah! Soll das Ding dann vielleicht irgendwie da hoch befördert werden? Na, nicht so. Das müsste in die andere Richtung jetzt wieder, ne? Ja, ja, ja! Ah, shit. Deswegen hier auch diese... Deswegen auch das Ding da. Ich soll hier fliegen. Okay, ich kann einmal da hochfliegen. Kommt hier irgendwas raus? Da ist Yoshi drin. Okay. Ja, da ist nur ein Leben. Was ist jetzt hier drüben? Okay, so eine Münze ist hier schon mal. Jetzt muss ich aber wieder zurück. Einfach nur... Ah, warte, ich kann hier Anlauf nehmen. Perfekt. Ach so, und jetzt sind die Blöcke hier kaputt. Das sollte ich mit der Shell machen. Und jetzt kann ich mit Yoshi hier auch wieder raus. Okay. So. Jetzt kann ich mir den P-Switch krallen und kann damit hier raus. Jetzt kann ich hier verschiedene Wege gehen. Aber ich weiß halt nicht, welcher Weg am Ende zu einer... Ja, genau. Genau das ist das Problem. Ich krieg den einen Weg, der führt dann zu einer Coin. Der da zum Beispiel. Der andere Weg führt auch zu einer... Ja, wo sind die anderen zwei Coins? Sind da drüben Coins? Da ist auf jeden Fall auch nochmal was. Ich brauche noch 2 Zehnermünzen. Mir fehlen noch 2 Zehnermünzen. Dann haben wir das Level geschafft. Ich muss irgendwo noch 2 Zehnermünzen herholen. Habe ich in dem Raum einfach eine Zehnermünze verpasst? Bin ich komplett dumm? War hier oben über dem Pilz eine Zehnermünze, die ich nicht eingesammelt habe? Zielbedingungen sollte man auch erfüllen. Oh shit, aber das heißt... Oh nein. In dem Zweierraum ist auch eine Zehnermünze. Aber wie soll ich denn hier... Ich komme hier nicht wieder hoch ohne den Typen. Ich brauche den Typen, um hier wieder... Das ist der schlimmste Raum. Ich gehe hier mit der Feder rein nachher. Ich hole mir jetzt erst die Feder. So, hierfür ist die Blume nämlich gedacht gewesen. Und das skippe ich jetzt, indem ich die Shell nutze. So. 300 IQ. Mist. Okay. Shell Jump it is. Nice. Und das hier ist jetzt auch kein Thema, weil ich krieg ja... Ah, ich hab die... Okay, aber die kann ich mir gleich holen, die Münze. So, die Feder kriege ich jetzt hier raus. So. Die Münze, da kann ich mir ja easy holen. Perfekt. So. Jetzt kann ich mir Yoshi easy holen. Der kann hier schon mal rumwüten. Das ist okay. So. Jetzt holen wir uns Yoshi. Ja, so nicht. Mach dich mal weg, du nervst. So schon. Jetzt holen wir uns Yoshi. Plop. Und mit Yoshi machen wir jetzt hier einen Flug hier rüber.
für diese Münze. Und dann fliegen wir einfach wieder zurück. Ja, so nicht. So. Hier unten ist offen, hier kann ich jetzt raus. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob jetzt... Nee, falscher Raum. Jetzt kann ich hier einmal runter. Ach, da wäre... Okay, da wäre ein Dings gewesen, aber da unten nicht, ne? Da ist die Münze nämlich in dem Ding drin. Okay. Aber jetzt komme ich auch so wieder raus. Okay, wir haben alle Münzen. Oh Mann. Also ganz ehrlich, oh Mann. Die Ranken lösen sich halt nur aus, wenn man klein ist. So, dann werden die ausgelöst und ansonsten sieht man die einfach nicht. Das ist ja komplett dämlich. So. Okay. Also man kann es ein bisschen breaken, das Level. Die Blume muss man nicht holen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass ich die Ranke da... Es musste eigentlich ja was sein. Da musste ja was sein. Das ist aber egal. Es kriegt trotzdem ein Herz. Ist schon cool gebaut gewesen. Keine Frage. Und wenn ich halt so blöd bin und die Münzen da nicht sehe, die da Hinweise sind, ne? Also dann, ist das halt meine eigene Schuld. Da darf ich nicht dem Level die Schuld für geben. Okay. Also ich hoffe, der Part war jetzt wieder synchron. Ich schließe damit die Aufnahmesession auch schon wieder ab. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir gucken ganz kurz aber erstmal, ob sich hier was getan hat. How to make Schnitzel. Okay, das machen wir auf jeden Fall gleich noch schnell. Cardboard hat wieder was hochgeladen. Frank hat was hochgeladen. Lucy hat was hochgeladen. 1-1, aber SpongeBob the Movie. Was? Rabaros, Marcy, Maddie, Frank und da ist der Coin Runner. Puh, hat sich noch ein bisschen was angestaut, haben wir auf jeden Fall wieder Stoff. Aber das Schnitzel gucken wir uns jetzt schnell an. Das scheint ein Level zu sein, was man einfach abschließen kann. Hm, machen wir doch noch Schnitzel. Noms. Besiege alle Bumbums. 5. Also Schnitzel. Erstens. Klopfen. Weich klopfen, genau. Schnitzel wird weich geklopft. Ach so, du klopfst das Schnitzel weich. Na, zu bald. Hier, zack, Schnitzel. Schön draufhämmern. Zweitens, Geschmack. Also würzen. Hier, schön ordentlich. Lecker, lecker. Mmh, schön lecker Schnitzel. Jawollo. Gut. Drittens. Bread. Das ist paniert. Na, Brot kommt jetzt drauf. Wird lecker paniert. Verstanden. Hier, Panade. Zack. Viertens. Jetzt wird's frittiert. Was kommt denn nach dem Frittieren? Ach nee, frittieren tun wir so. Einmal in die Fritteuse. Zack. Fünftens, Essen. Ach, wirklich? Okay. Ich hab's noch nicht gelesen. Mm, da war die Zunge lecker. Oh, was ein lustiges Level. Das ist... Vicaris, das ist ein großartig lustiges Level. Keine Frage. Oh mein Gott. Voll gut. Voll gut. Sehr schön.
Wer hat denn die 48 aufgestellt? Also wahrscheinlich bei dem Swamp ein bisschen schneller, ne? Ha. Rasierer hat die auf. Ich muss mal eben einen Rekord stehlen. Ich muss mal eben einen Rekord stehlen. I'm sorry. Probier's aber nur einmal. Wenn ich es nicht hinkriege, dann lasse ich es. Ich weiß nicht, wie perfekt er den gemacht hat. Das hier muss halt sitzen. Das ist ein Problem. Das hier muss halt sitzen. Jetzt runter mit dir. So, schneller wird's nicht. Und die Blume muss jetzt sitzen. Ey, die Blume wird auch Zeit kosten. Ja, das hat jetzt schon wieder Zeit gekostet. Ich weiß nicht, wie schnell Rasierer da war. Hier, ich sehe, wo ich Zeit verliere. Da verliere ich Zeit. Das geht jetzt ganz fix. Das weiß ich jetzt, wohin ich muss. Das habe ich vorhin natürlich falsch gemacht. Nein! 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 Mama! Ich verliere Zeit! Oh, shit. Ah, das hätte auch schneller gehen können. Ach, verdammt, jetzt muss ich nur noch essen. Aber ich nee, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Go! Ich habe aber leider Zeit verloren. Ich weiß auch überall wo. Ah, nochmal spiele ich es nicht. wie viel waren das? 47. Er hatte 45 oder so, ne? 47. Lost. Okay, lassen wir das. 8 Sekunden ist aber heavy. Also 8 Sekunden ist heavy. Kann ich sehen, wie oft er das probiert hat? Oder sehe ich nur die Bestzeit? Ja, ich sehe nur seine Bestzeit. Ja, schade. Okay. Aber 48, da hat er schon das ordentlich gemacht. Ich war jetzt ja schon recht fix, aber 8 Sekunden schneller. Was kann man denn noch besser machen? Der Swamp geht nicht schneller, die Blume geht ein bisschen fixer. Und ich habe natürlich, okay, ja, bei dem Panieren habe ich halt totalen Mist gemacht. Da, wenn man die Wolke erwischt, sind es schon einige Sekunden schneller. Okay, aber ich probiere es nicht nochmal, ist in Ordnung. Danke fürs Zuschauen und tschüss.